Begrüße. So. Vorbereitung ist das halbe Leben. So. Deswegen, weil es morgen wieder im Wald geht. Am Montag hätte die 592er herrichten, ausgefallen. Die 572er herrichten, ausgefallen. Und die 562 ausgefallen. Das werden wir auch gleich mal fallen. Das sagt da. Das Schwert, sagen wir so. Das 90er Schwert. So, 114 Treibglieder, glaube ich, wenn ich das teste. 3 Ochtel, 1,5er Nord, 90 cm. Das ist eine Längsschnittkette. Zeichnet sich da aus? Da zeichnet sich aus durch, sagen wir so, Halbmesel, also kein Vollmesel, Halbmeselzahn und ein Flocherzahn. Und den werden wir jetzt versuchen. Mal den Nachterfallen. Das ist eine Oregon-Kette. Hat also kein goldenes Glied, wie die Husk. Ja. Hat das erste Mal gefällt. Ganz am flachen Winkel, damit sie schön Ruhe gibt. Eine Ewigkeit später. Viele Monate später. 2000 Jahre später. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Puh, so, vor allem ist man da schon ganz schön lang dabei. Dann rahmen wir es wieder auf. Jetzt kommt das 60er Schwert wieder auf, Standardschwert. Wird für morgen reichen, wahrscheinlich. Es ist morgen nämlich zwischen 20. und 23. passt nämlich der Mond fürs Bauholz. Deswegen wird morgen zum Mondholz hochkommen. Mit der Armsohn auswärts. Und das Motorsägengatter, ja, das werden wir irgendwo nochmal probieren. Seit der Weihnachten da waren. Vielleicht ist noch schon ein bisschen weniger Schnee.
Kommt wieder die Standardschiene auf. Aber schon tut sich bald wie Shugihara oder irgendwie, wie das Zeug heißt, glaube ich. Ist extrem leicht. Ist mir aufgefallen, die Schiene. Und im ersten, so quasi im ersten Testsitz, sehr widerstandsfähig. Die hob einen Haufen aus. So, Notlager schmieren, sollte man oben von Zeit zu Zeit machen. So, dann schauen wir uns einmal die Kette an. Also im Weichholz kann man durchaus mit einer 70er, 80er Schiene, mit der so schneiden, ganz leicht. 90er natürlich auch. Hartholz ist das natürlich schon was anderes nachher, gell? Aber wenn einmal 60er Schwert braucht, ist das dann schon große Bahn. Die habe ich letztens gefällt, die ist extrem scharf, das passt. So, jetzt gehen wir die 72er holen. Betankt ist ja auch noch mehr oder weniger voll. Dann gehen wir die 72er holen. So. Viel dazu. Aber ich brauche, weil er so gut ist. Oder nicht alles, sagen wir so. Oh, Marie. Was ist da los? Also jetzt werden wir die ganzen Sägen vorbereiten. Ich würde sagen, was alles zum Morgen ist. Und im Anschluss gibt es dann ein extraes Video über die 592, Vergleich zwischen 572 und 592. Ich sage es euch gleich, aber ohne Geschwindigkeitsschnitte. Auf und einmal so, wir werden drüber reden. So. Heute bin ich noch ein wenig der Spur. Da ist es. Hand macht schon ein paar Probleme. Jetzt habe ich einen mit dem Zittern da. Oder mit dem Zittern. Aber halt nicht so rechts gespürt in der rechten Hand.
Schwert immer ein bisschen anheben, immer. Gell? Ist wichtig, wurscht bei welcher Marke, das kann auch stehen, aber auch wurscht. Bei allen müsst ihr das Schwert ein bisschen anheben beim Kettensporn. Spannt sich die Ketten besser. Fast ein bisschen auf der wilden Seite. So. Ich bin doof, ja. Ich sag das eh alles. Ich fall auch schließlich mit der Hand, es gibt Leute in der Mitte. Maschinen fallen aber. Nicht im CS-Wett mit dem. A Flut scharf und a Schnell scharf und a scharf. Zwölf Sekunden später. Was? Ich habe irgendwo einmal so einen Nutreiniger gehabt. Ein Nutreiniger mit integrierten Leere für die Tiefenbegrenzer. Finde ich jetzt auf die Schnelle nicht. War normal immer da drinnen. Ist jetzt so. Ja, 72. Fertig. Danke, wenn wir noch später noch. Die ist auch voll. Ich glaube, die 62. Also braucht ein bisschen Sprit. Was sonst? 50er Schwert drauf. Gell? 50er Schwert. Also, zur täglichen Wartung von einer Motorsäge gehört einfach Ketten, Bremsgehäuse ausputzen, Notlager durch alle paar Tage mal schmieren. Wenn ich mehr öfters im Wald bin, alle zwei Tage oder was. Oder quasi den ganzen Tag mit einer schneiden, Besen schneiden mit der. Fast alber. So, Schwert aus Pusten. Und wieder anstecken, Druckluftschlauch. Ja, hilft nichts, mit der Winkel arbeiten müssen. Motorsock kann eigentlich nicht oder der Schwalbe hitzen, wenn die Kühlrippen ab und zu auch geputzt werden. Wichtig. Also wenn man viel, vor allem Fichtenholz schneidet, verbehre ich ihn einfach mit der Zeit, das gibt es gar nicht anders. Er ist ein bisschen eben mit einer flachen, ich habe es mit einer Spachtel gemacht, das ist perfekt gegangen. Aber die ist nicht mehr da. So. Die war überhaupt perfekt, mit der ich da nämlich vorne im Griff einen Klopphabel von der Ringtasche aufmachen können. So, beim Ausboosten unbedingt dazuhalten. Es gibt Leute, die sagen, man braucht das nicht ausboosten. Ich hätte noch nicht gemerkt, dass ein Sog besser gegangen ist, wenn man sie nicht ausbaust. Also, ganz glauben kann ich jetzt nicht, dass man sie nie ausbläst. Bäm.
Bei den Stiel, gell? Kleiner Tipp am Rande. Wenn die Sorgen mal so richtig zirkt, die 400er zum Beispiel, oder die 2,1er jetzt gerade das Problem auch gehabt. Es gibt andere Luftfilter, die werden nicht so schnell zu, beziehungsweise die lassen mehr Luft durch. Wenn ihr das Problem habt, dass ich sage nochmal richtig zirk, da ist schon mal ein Luftfilter. Das ist vom Material her so ähnlich wie das. Und die einen haben so einen Art, nicht gewebt, auch nicht, aber es schaut, ich glaube der andere ist ein Kartonfilter, rings, ich bin mir jetzt sicher. Oder? Auf jeden Fall, da ist schon einmal aus, jetzt sehe ich, die Sorge geht wieder besser. So. So, halbwegs sauber, passt. Der Schnee eigentlich so ziemlich am meisten mit der Sock. Geht mir da richtig auf. Was drin ist. Schwer ab und zu auf schauen, dass die Grad entfernt werden mit einer Akkuflex oder mit einer Flachfall. In dem Fall ist aber eh sauber. Passt. So, auch da. Ein bisschen. Eine Fettnähne, gucken Sie. Ei, das schmiert wieder. Schmiert. Das schmiert er fort. So. Deckel drauf und hier. Bisserle, passt. Wird rein. Jawohl. So, jetzt mal schauen. Ich glaube, es ist ein Rehlein auf der Wildkamera drauf. Mal schauen. Ja. Wildkamera. Oh, da geht oben, da ist der Wind, das kann auch sein. Ja, eher wird es der Wind sein. So. Oranzug, absoluter Oranzug. Empfehlenswert. Auch für Anwender, die nicht jeden Tag im Wald sind, ist das super Sog. Man kann notfalls, falls man das braucht, auch größere Ketten, also größere Schwerter aufgetan, bis, weiß ich nicht, 60er Schwert, 70er Schwert, notfalls auch, aber halt nicht für Dauerbetrieb, sondern leider für quasi zwischendurch, falls man es nötig hat. Für Dauerbetrieb darf ich sowas nicht empfehlen. Ja, so super Sog. Durchzug stark, halt er den Haufen aus und ich hätte schon relativ lange die Sog wieder. Braucht ja ein paar Pfeilstriche, was ich so gesehen habe. Jetzt können wir noch geschwind sein. Das haben wir da oben weg. Man sagt zwar immer zuerst Öl tanken, ja. Man merkt, dass hier relativ geschwind, wenn Öl drin ist. Und die Ketten und die Schienen verschleißen normalerweise nicht sofort. Braucht schon ein bisschen. So, Wasser. Spur Thomas, das passt genau. Passt einmal fürs Erste. Das sieht man alles. Ja,
jetzt mal reinschauen, was wir alles an Kettenbestand drinnen haben. Das ist für die 560, für die 562, für die 572. Für die eine habe ich noch keine Reserveketten, aber wahrscheinlich nicht brauchen. Kerzenschlüssel noch nicht oben. Die kommen jetzt als nächstes. Passt einmal fürs Erste. So, weiter geht's. Jo. Fehlen, Lochfall. Muss jetzt mal nochmal kurz nachschauen, ob ich da noch eine besondere Lochfall fehlen. Noch 4,8, 5,5 glaube ich. Dann 5,2 habe ich glaube ich keine mehr, oder? Die da unten ausstehen, meine Güte. Sieben 32, das ist ein 5,5. Ist ja fast schon zu groß, aber normalerweise, wenn ich nicht alles täusche, habe ich eher einen Nägelfeil drinnen. Jetzt ist im Koffer habe ich eher noch eine. Ja, ist das ja nicht drin. Also 4,8er. Ja, okay. Notfalls geht die auch. So ein paar kleine. Und hinten in meiner Gürteltaschen, in meinen Knelltaschen, habe ich natürlich eher eine große Adrin. 5,2er für 3 Achtelketten. So. Spritzen alle so halb voll. Halb lala. Mach schon da füllen. Sprit, Sprit. Ich muss jedes Mal sagen, verwendet bitte 1:50, nicht 1:40, nicht 1:25, nicht 1:55, 1:50. Sehr fast nichts mehr drin. Die Sorgen sind dafür ausgelegt. Ihr braucht das nicht fetter mischen, das hilft nichts. Verwendet auch originalen, originales Gemischöl, Zweitakt. Hat den Grund, nicht weil es besser ist qualitativ, sondern ganz einfach wegen der Garantie, wegen der Gewährleistung. Nur deswegen. Nur wegen der Gewährleistung. So, Ketten habe ich normal eh mit fürs 50er Schwert. Ein 50er Schwert nehme ich noch auch noch mit, reservehalber. Kettenöl, gell? Wichtig, Kettenöl. Dort ist der Hersteller komplett egal. Wichtig ist nur biologisches Kettenöl, gell? Auf der Basis von Pflanzenöl. Mineralisches soll deswegen nicht verwendet werden, aus Umweltschutzgründen. So, ich habe das da in 60 Liter Faseln. Ich kriege es also in 20 Liter Faseln, in 20 Liter Kanistern oder in 5 Liter Kanister. Ja, es ist nicht mehr viel drin, da ist es drin so langsam. So, das nehmen wir mit. So, Vorbereitungen. Ja, Vorbereitungen heißt, dass wir nicht nur die Motorsägen vorbereiten, sondern auch ganz viele andere Sachen. Wie gesagt, wie bereits gesagt, Sprit, dann Ersatzteilkiste mit kleinem Handwerkzeug, das man immer wieder benutzen und brauchen kann. Was haben wir noch mit? Sperrtafeln, wichtig. Was haben wir noch mit? Ja, ihr seht, da ist meine Kleidung herin im Pickup. Da ist der DR24AQ. Brauchen wir auch. Helm habe ich herin, Wand habe ich herin, Handschuhe herin, Moosbandel habe ich zwei herin. Neigen Schlüssel, wenn wir mal schauen, wie der sich behauptet. Kaltdoschen, kennt ihr schon alle. Panacentis, kennen auch schon viel, super Schärfel. Und was wir noch Vorbereitung getroffen haben, sind meine Juchten mit den Spitzlern sind bereits eingefettet. Das ist bei Leder schon wichtig, dass die gefettert sind. Der Sentis habe allerdings auch den ganzen Tag dicht. Ist ein super Schärfel. Hackle habe ich mit. Karl habe ich zwar mit. Muttersägen habe ich mit. Reserveketten habe ich mit. Also ja, also ich sehe, das ist jetzt quasi nicht nur, ich muss da früher andere Sachen auch noch schauen. Da, das heißt nicht nur, dass die Motorsäge getankt und gefällt ist, weil das rennt langsam, sondern auch
Alles andere sollte passen. Selber sollte man in einer guten Verfassung sein, nüchtern, entspannt ausgeruht. Also geht es nicht zusammen schon. Und die Kleidung, hab ich gesehen, sollte auch ein bisschen passen. Ich habe gern da das Engelbert Strauß Leiberl an, das ist super. Das ist also ein dünneres Leiberl. Mit dem schwitzt man nicht so extrem. Funktionskleidung, also, hat sich da behauptet. Ja, reicht schon mal fürs Erste. Dann, ja, Schuhwerk sollte natürlich abpassen, ist ja ganz klar. Dann, wie gesagt, selber in einer guten körperlichen Verfassung, in der Früh anständig frühstücken, genug zu trinken mitnehmen, ganz wichtig, vor allem jetzt im Winter trinkt man zu wenig. Wenn jemand glaubt, dass man im Sommer zu wenig trinkt, im Winter trinkt man viel zu wenig und da braucht der Körper noch mehr, weil wenn man genug Flüssigkeit hat, funktioniert der Temperaturhaushalt vom Körper besser. Dann, was ist noch? Meine Hände schmieren jetzt im Winter öfter sein. Ich habe da letztens auch, weil ich den ganzen Tag im Nasen unterwegs war, Schrick gekriegt bei den Fingern, das, wer das kennt, tut sehr gut. Ja, das tut sehr gut. Dann, ja, das ist noch alles. Magnesium ist ja oft von Ort oder vor allem vom selben. Man kann mit die keine Krämpfe kriegen oder weniger Krämpfe kriegen. Ist ja im Endeffekt ein bisschen ein Leistungssport, aber man braucht das schon. Es ist nicht so 0815 geschichte, sagen wir so. Ketten haben wir mit. Ich weiß, man nicht aufgekommen dort, wo wir morgen hin müssen. So. Dann die geschlossene Kiste nach hinten, sehr wichtig für den Transport. Hat unsere Hühner. Oh, sie haben einen auf dem Weg. So, jetzt können wir die links wieder rein tun, die Wochen. Transportkisten ist auch angehängt. Passt. Hülbenlosig an der Auto, dann ist er schön warm. Gut, Chicken Wings. Chicken Wings. Ja, Hansch, haben wir da einen Boden einmal oben, damit wir Platz kriegen. Jacken habe ich meistens eine zweite mit. Man weiß ja nie. Gehen wir einen Boden und haben Schnittschutzhosen eine zweite mit. Man weiß auch nie. So, ja, außen und Getränke, gell? Und Max sagt, am liebsten trinke ich bloßes Wasser. Lauwarmes Wasser, minder. So, mal. Das ist eigentlich das Beste. Red Bull und das Zeug, vergesst es. Das könnt ihr komplett überreiben. Du willst gleich mit von dem Zeug. Das ist für Arsch und Friedrich. Auf jeden Fall, ja, Essen, Schwarzbrot habe ich meistens mit, Speckwürstel von Harry. Die Würstchen sind super, ne? So. Nein, nicht zu viel essen, zum Mittag ist eh nicht viel meistens, das ist ein paar Happen. Das sind ein, zwei kleine Brote und ein bisschen Speckaufstrich. Meistens habe ich auch noch links mit, einem kleinen Müsli-Riegel oder irgendwas. Das muss ja nicht gar viel gefressen werden. Im Wald, so. Ja, Vorbereitungen. So schaut es aus. Eben die Kiste noch nicht mehr selber angefertigt, selber gemacht, weil ich einmal das Problem gehabt habe, dass mir der Kanister umgefallen ist. Ich das nicht gemerkt habe. Ich aufgehalten worden bin, jetzt schnell unterwegs war. Und ich dann auch vom Polizisten auch noch aufmerksam gemacht worden bin, dass der nicht anständig verwahrt ist, wo er recht gehabt hat. Deswegen habe ich mir dann die Kisten gebaut. So, ich habe da drin auch noch eine Spanngurt, da hänge ich den Kanister noch an. Irgendwo habe ich die. Am Boden rein. Ja. So ist das. Das sind halt so, nicht mehr verbraucht. Halben. Ja. Alles drin. So, da kann da schon nichts mehr sein. Oder hängt was drüben um mich.
Nee, jetzt kommt noch drüber. Gut, wo ich morgen bin, weiß ich noch nicht, wie es mit Wanderern und so ausschaut. Sturmgeher und. So. Passt, die hat einmal Platz. Jetzt kommt die 92er rauf. Morgen sicherlich braten. Denke ich mir. Passt. Die Wo kann man nach oben raus. Das nehmen wir noch bis zum Haus mit rauf. Es kommt dann in die Werkstatt. In die Wirtswerkstatt. Jo, so ist das. Das sind eben die so oben. Vorbereitungen. Moosbeintel. Moosbeintel vergiss ich gern, das ist wichtig. Fallfast, beziehungsweise. Da kommt noch eine, der große Fallfast, jetzt ist der kleinere, der DR24 Akku. Akkus sind voll. Einen schon mal rein, die Außen kommen morgen auch noch eine. Jo. Sonst, was gibt es sonst noch zu sagen? Früh liegen gehen, ausgeschlafen sein. Geht's bitte nicht rauschig rein, Wald. Vergesst es. Vergesst es bitte. Das ist komplett umsonst. Erstens macht die Arbeit keine Gaudi, und zweitens habt ihr keine Leistung. Drittens passiert was. Seid ihr aber schuld. Oder könnt ihr andere auch noch verletzen. Jo, gefeilt haben wir alles. Motorsaugen sind vorgedankt. Sprit haben wir mit, genug mit. Es sind zwei Kanister mit, das reicht für den ganzen Tag. Reicht eh einer meistens. Mehr tue ich meistens nicht. Also mit der 592, da geht schon was weiter. Die braucht schon ein bisschen mehr. Das ist klar, die 572. Jo, sonst. Jo, ihr seht nachher die Videos, die jetzt noch kommen vom Bauholzschlägern. Sonst haben wir eigentlich alles mit. Weil das ist ärgerlich, wenn ein paar Sachen daheim bleiben, oder auch so daheim bleiben, und ihr wisst, meistens nicht geht, könnt ihr es vergessen. Jo, ist das. Kamera muss in einer aufladen. Und dann haben wir eigentlich alles. Jo, dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Zeit hätte. Nochmal Viehhaus los noch. Mit so einem Blauslauf haben, noch einmal da Mist zusammenschieben drinnen. Jo, okay. Also, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Weiter so fleißig kommentieren, taugt mir. Kennt's wie gesagt immer wieder Kritikfolie. Oder Kritikfolie kennt's ganz normal, schreibt es rein, was ihr euch denkt. Frag's immer wieder, es tauchen eh meistens die gleichen Fragen, als ich. Auf. Ich versuche es eher so gut es geht, diese beantworten. Aber fragst du, falls irgendwas euch nicht passt, schreibst du es auch runter, ist mir komplett egal. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt und, schreibst du es alleine. Vergesst nicht abonnieren, dann wird es benachrichtigt, wenn ein nächstes Video kommt, verpasst kein Video mehr. Ja, danke, wir sind jetzt gleich bei knapp 6000 Abonnenten. Taugt mir. Ja, das wird er morgen, glaube ich. Ja. Okay. Passt. Falls es nicht keine Fragen gibt, zu einem Auto oder sonst irgendwas. Ja, weiß ich nicht, ob ich da extra Video machen soll. Bin ja schon mal gefragt worden. Israel 200. Funktioniert. Eurototer, Pickup, Standard-Ski. Okay, passt. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Servus.